Hallo, liebe Rasenfreunde, wir haben Sommer. Es ist täglich über 30 Grad. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, soll ich jetzt im Sommer auch meinen Rasen düngen? Bringt es was? Oder ist es vielleicht sogar kontraproduktiv? Wenn euch das interessiert und wenn ihr euch in eurem Rasen was Gutes tun wollt, dann schaut euch das Video an. Ja, wir haben August, wir haben Sommer, es ist täglich sehr heiß. Und wenn ihr euch fragt, soll ich jetzt meinen Rasen auch düngen? Da gibt es eine einfache Antwort und die lautet ja. Warum ist es wichtig? Oder ich beginne mal von vorne. Ich bin immer der Fan und wenn ihr meine Videos verfolgt, dann seht ihr ja, dass ich nicht immer nur im Frühling einmal dünge und danach wieder im Herbst. So wie sehr viele Leute, wo ich kenne, Bekanntenkreis, wo ich sage, nein, der Rasen braucht nicht nur einmal im Frühling Nährstoffe, sondern der braucht regelmäßig Nährstoffe. Das heißt, darum dünge ich meinen Rasen einmal im Frühling richtig, also im März, abhängig von den Temperaturen, dass er richtig aufwacht, richtig wieder in den Frühling startet. Und anschließend gebe ich ihm regelmäßig alle 6-7 Wochen so 50-60% nur der Herstellerangaben oder der Herstellerempfehlung, weil ansonsten alle 6 Wochen bei Langzeitdünger ist es ja eine Überdüngung. Das ist komplett kontraproduktiv. Da verlinke ich euch mal ein Video, was passiert, wenn ihr euren Rasen überdüngt. Schaut euch das Video mal an. Darum mache ich immer so 50% alle 6 Wochen. Dann hat er immer schöne Nährstoffe. Aber jetzt haben wir Sommer. Und jetzt ist die Frage, kann ich mit meinem Frühlingsdünger düngen oder gibt es da was Besseres? Und es ist so, ihr könnt natürlich den Frühlingsdünger nutzen. Der hat natürlich einen wesentlich höheren Anteil an Stickstoff. Und Stickstoff ist ja wichtig, dass der Rasen wächst. Im Sommer ist es sehr heiß. Der Rasen ist auch ein bisschen gestresst. Das heißt, wir wollen ihn ja stärken und den Stress eher mildern. Das ist genauso wie im Winter, im Herbst düngen wir ja nicht stickstoffhaltig, sondern kaliumhaltig, weil Kalium stärkt den Rasen für den Winter. Und ihr könnt natürlich mit eurem Frühlingsdünger regelmäßig auch jetzt im Sommer düngen, aber bitte dann nicht die volle Herstellerempfehlung. Ich empfehle euch, wenn ihr sagt, ihr müsst euch einen neuen Dünger kaufen oder ihr wollt am Rasen was Gutes tun, dann gibt es sogenannte Sommerdünger auch. Das zeige ich euch gleich mal einen, den ich immer genutzt habe die letzten Jahre. Und der Sommerdünger hat ein bisschen weniger Stickstoff, aber trotzdem wesentlich mehr als der Herbst, aber weniger als der Frühling. Und dafür ein bisschen mehr Kalium als der Frühling, aber weniger Kalium als der Herbst. Also genau richtig für den Rasen stressreiche Zeit, die starke Hitze. Und darum solltet ihr auch euren Rasen jetzt im Sommer Nährstoffe geben. Ja, mit was dünge ich heute? Ich habe euch gesagt, ich zeige es euch ja. Das ist der Lupigreen, das ist ein organisch-mineralischer Dünger. Kennt ihr oder kennen wahrscheinlich viele von euch diesen Dünger. Und da seht ihr gleich, wenn ich den umdrehe, hier steht drauf Sommerdünger. Ich weiß jetzt nicht zu 100% genau die Angaben des Frühlingsdünger, aber ich glaube, der Frühlingsdünger hat, das ist Stickstoff und das ist das Kalium, was ich gesagt habe. Das andere ist immer die Mitte, das ist Phosphat. Aber der Frühlingsdünger hat, glaube ich, 15 oder 12% und hier hat er 1 oder 2 Kalium. Und der hat ein bisschen, der Sommerdünger, weniger Stickstoff, aber ein bisschen mehr Kalium. Der Herbstdünger habe ich auch im Keller, der hat viel weniger Stickstoff, aber dafür viel mehr Kalium. Und darum gebe ich jetzt heute meinem Rasen hier einen Sommerdünger. Ich werde auch nicht die komplett volle Herstellermenge Empfehlung nehmen, weil ich ja alle 6 Wochen dünge. Darum werde ich heute auch so 50-60% nur nehmen. Hinten steht ja die Dosierung genau drauf, wie viel Gramm pro Quadratmeter. Das solltet ihr immer beachten, weil
Ich verlinke es euch nochmal. Schaut euch das Video an. Ich habe da mal einen Test gemacht, wie schnell es geht, dass ihr euren Rasen überdüngt. Ich habe dann wirklich auf einen Quadratmeter mal die dreifache Herstellermenge genommen. Und wenn man denkt, dreifache Herstellermenge, bei einem mineralischen Dünger ist das eine kleine Handvoll. Und sehr viele sehe ich immer in den Gärten, wie die düngen mit der Hand. Und da kommen dann die Fragen, ja, warum habe ich hier eine verbrannte Stelle? Warum habe ich Streifen, Flecken in meinem Rasen? Naja, weil man einfach nicht die richtige Menge auf die richtige Fläche bekommt. Darum empfehle ich euch einfach mit einem Streugerät. Handstreuer ist wesentlich besser als ein Streuwagen. Wenn ihr einen Streuwagen habt, dann müsst ihr so aufpassen. Letztens hat mich auch einer angeschrieben, hat gesagt, er hat von seinem Streuwagen hat er seinen Rasen verbrannt. Warum? Weil er gefahren ist, mal kurz stehen geblieben ist und dann ist es unten rausgerieselt und hat auf dem Fleck die doppelte, dreifache oder vierfache Menge gehabt und dann hat er komplett verbrannten Rasen. Darum mit so einem Handstreuer kann ich das schön dosieren und dann habe ich eigentlich keine Probleme. So, jetzt werde ich erst einmal düngen. Genau, und dann schauen wir weiter. Was ich vergessen habe, wenn es euch interessiert, Lupi Grün, aber wenn ihr ihn kennt, wie der aussieht, sehr grobkörnig. Also man sieht ganz genau, wo man düngt. Da kann auch nichts passieren, dass man irgendwo eine Fleck zu viel düngt. So, liebe Rasenfreunde, und so schnell düngt ihr euren Rasen und tut ihm wirklich was Gutes. Und das ist meine Empfehlung, düngt ihn nicht nur einmal im Frühling und im Herbst und das war's. Entweder ihr macht es regelmäßig oder zumindest noch einmal im Sommer. Er dankt euch, er wird saftiger, er wird widerstandsfähiger, weil die Hitze stresst nicht nur euch, wenn es zu warm ist, sondern auch dem Rasen. Und ihr trinkt auch was, darum gießen wir auch den Rasen. Ihr esst auch was, darum gibt ihm auch Nährstoffe. Darum, liebe Rasenfreunde, kümmert euch auch ein bisschen um euren Rasen. Wenn ihr Fragen habt zum Düngen, wie ich das mache, zum Düngeplan und. Ihr wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich über jedes Feedback von euch. Auch negatives Feedback ist willkommen. Natürlich, wenn es konstruktiv ist, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ich was verbessern kann. Wir lernen alle regelmäßig dazu und darum freue ich mich, wenn ihr einen Daumen da lasst, wenn ihr den Kanal abonniert und wir sehen uns nächste Woche. Rasenfreunde, macht's gut, euer Grün ist schön.